Wir sollen also irgendwas stehlen und ich weiß gar nicht, was wir für Klamotten jetzt tragen. Kasumi hat doch irgendwas für uns besorgt. Ich weiß aber nicht genau, was das ist. Mal schauen. So, erst noch Punkte ausgeben. Unsere Vorbildpunkte steigen auch. Also wir sehen schon, wir haben schon wieder 2 von 5 hier erfolgreich gefüllt. Und diesmal gibt es keine Gruppenauswahl, weil klar ist, wir gehen nur allein mit Kasumi zusammen als Begleitung. So, einmal auf das Werfen drauf. Danach ist dann der Warp wieder dran. So, Fähigkeiten Weiterentwicklung. Bitte wählen Sie eine weiterentwickelte Version der Kraft aus. Verbessertes Werfen. Schleudert ein einzelnes Ziel mit gewaltigem Schwung und der Kraft eines Wirbelsturms, beispielsweise gegen eine Wand. Mit 1200 Newton. Wow. So, oder Wurffeld. Durch Ihre Beherrschung der Biotik können Sie mehrere Ziele gleichzeitig in die Luft schleudern. Ich glaube, das finde ich bald geiler. Das ist zwar nicht so stark, aber wenn man da mal eine Gruppe hat, ist das schon cool. Also Wurffeld. Sehr schön, sehr schön. Beim nächsten Mal machen wir dann den Warp auch noch voll und können da dann auch noch was auswählen. Hier gehen wir jetzt erstmal auf den Schattenschlag, würde ich sagen. Ja, warum nicht? Und dann brechen wir auf nach Bakenstein. Sie machen wirklich was her, Mr. Solomon Gunn. Hawk wird gar nicht mitkriegen, was ihn erwischt hat. Solomon Gunn ist wohl meine Tarnidentität. Sie leiten eine kleine, aber professionelle Söldnertruppe in den Terminus-Systemen. Genau solche Leute respektiert Hawk. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen einen Ruf zu verpassen. Papiere, Zeugen, ein Artikel im Wochenblatt für harte Kerle. Solange Sie mit Ihnen nicht übers Geschäft reden, sollte es keine Probleme geben. Nochmal, mit was für einem Mann haben wir es zu tun? Hawk ist ein Waffenhändler und Schmuggler. Er hat meinen Partner getötet und seine Greybox gestohlen. Davon abgesehen ist er gar nicht so übel. Reich, charismatisch und jederzeit bereit, einem Mann den Schädel aufzumeißeln, um an die neuralen Implantate im Inneren zu kommen. Ich nehme an, es gibt einen Grund für diese Verkleidung. Gepanzert würden Sie bei einer Party der höheren Gesellschaft etwas deplatziert wirken, meinen Sie nicht? Sie sehen toll aus. Sie sollten so etwas öfter tragen. Jetzt wäre vermutlich ein guter Zeitpunkt, um mir die Einzelheiten zu verraten. Sie waren wirklich sehr geduldig. Unser Freund Hawk gibt eine Party für seine engsten Freunde. Ein paar Dutzend der übelsten Lügner, Betrüger und Massenmörder, denen man begegnen kann. Und sie alle bringen Geschenke, um dem Allergrößten von ihnen zu huldigen. Unser Tribut ist eine entzückende Statue ihres alten Freundes Saren, mit liebevollen Details und voller Waffen und Panzerung bis unter den Rand. Sie können ihre Pistole behalten, solange sie sie verstecken. Wegen sowas machen die keinen Ärger. Wenn wir drin sind, geht's zur Tür zu Hawks Tresorraum. Irgendwo hinter dem Ballsaal. Dann ermitteln wir die Sicherheitsmaßnahmen und schalten sie der Reihe nach aus. Die Statue wird auch da sein und darauf warten, dass sie sie öffnen und sich ausrüsten. Dann geht's bei einem Walzer in den Tresorraum und wir holen KGs Greybox zurück. Und ich bekomme endlich Gelegenheit, mich zu verabschieden. Sie haben hart an dieser Sache gearbeitet. KG muss Ihnen viel bedeutet haben. Ist das so offensichtlich? KGs Greybox enthält viele unbezahlbare, persönliche Erinnerungen. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Aber das Geheimnis, das er entdeckt hat, ist gefährlich. Wenn es nicht so wäre, hätte ich sie nicht hergebracht. Was ist in der Greybox, das den ganzen Aufwand rechtfertigt? Die Greybox enthält KGs Erinnerungen. Alles, von den Codes und Plänen, die er gestohlen hat, bis hin zu unserer gemeinsamen Zeit. In den Erinnerungen verbirgt sich das Geheimnis, das er gestohlen hat. KG hat mir nie gesagt, worum es sich dabei handelt. Aber wegen dieser Information wurde er umgebracht. Das dürfte interessant werden. So ist es gedacht. Wir sind da. Nach Ihnen, Mr. Gunn. Moment bitte, Sir. Es scheint da ein Problem mit der Statue zu geben. Gibt es hier ein Problem? Nein, Mr. Hawk. Wir führen nur einen Scan durch. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Donovan Hawk. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Mein Name ist Solomon Gunn. Und ich habe schon viel von Ihnen gehört. Sie sind in letzter Zeit sehr beschäftigt, wenn man dem Extranet Glauben schenken darf. Sir? Die Scanner registrieren überhaupt nichts. Hm.
Unsere Gäste sind sicher nicht den weiten Weg von Ilium gekommen, nur um Ärger zu machen, oder? Sie können passieren, Mr. Gunn. Und entschuldigen Sie bitte. Aber Ihre Begleiterin muss ich bitten, draußen zu bleiben. Das verstehen Sie hoffentlich. Würden Sie mir erklären, warum meine Freundin draußen bleiben muss? Etwas an Ihrer Freundin gefällt mir nicht, also bleibt sie draußen. Ganz einfach. Kein Problem. Sie sind der Gastgeber. Genießen Sie die Party. Nun, das ist nicht so gelaufen, wie erwartet. Irgendeine Idee, warum er Sie weggeschickt hat? Nein. Wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Und niemand weiß, wie ich aussehe. Er ist nur vorsichtig, nehme ich an. Kann's ihm nicht mal verdenken. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter wie geplant. Nur, dass Sie jetzt sämtliche Gespräche führen müssen. Ich bleibe außer Sicht und dennoch so nah bei Ihnen wie möglich. Wir halten Funkkontakt, nur für den Fall, dass etwas schief geht. Wir müssen die Tür finden und rauskriegen, welche Sicherheitsmechanismen es gibt. Dann überlegen wir uns den nächsten Schritt. Ist sie da nicht ein bisschen offensichtlich verschwunden? Na gut, was soll's. Okay, wir sind jedenfalls drin, wir sind bei der Party und sind jetzt unter den berüchtigsten Verbrechern des Terminus-Systems. Wir haben die Lage auf alles in den Griff bekommen. Ach das? Ein bisschen Gewaltanwendung, ein bisschen Druck und bumm, erledigt. Zum Glück. Ich dachte schon, das Gesindel würde ihn ewig zu schaffen machen. Beziehungsweise der Terminus-System natürlich ist ja nicht bloß eins. Okay, davon haben wir Donovan Hawk, mit dem wollen wir jetzt aber noch nicht reden. Wir wollen uns erstmal hier ein bisschen umschauen, würde ich sagen. Man sagt, Commander Shepard sei noch am Leben. Wirklich. Oh bitte, das ist doch bestenfalls Wunschdenken. Okay, mehr gibt's da nicht. Aber immerhin, man redet über uns. Da geht's zu einem Sicherheitskontrollraum. Irgendwann müssen wir da vermutlich rein. Sehen wir uns den Tresorraum an, damit wir wissen, was wir tun müssen. Jo, schauen wir dann. Erstmal hier drüben noch kurz geschaut. Hier ist gar nichts, hier ist man still und nach oben können wir noch nicht, also gehen wir erstmal hier hin. Mr. Gunn. Wir müssen den Tresorraum untersuchen, Gunn. Mit Hawk können Sie später plaudern. Aber ich möchte doch jetzt mit ihm plaudern. Es wäre doch so schön, mit ihm ein kleines Pläuschchen zu halten. Gut, wir schauen uns mal kurz hier draußen um. Private Rooms. Wir können uns während der Party unmöglich rausschleichen. Alles ist hermetisch abgeriegelt und Sicherheitschefin Rowe hat Dienst. Sie würde das niemals zulassen. Ich stehe lieber rum und langweile mich zu Tode, als ihren Zorn zu riskieren. Tut mir leid. Samuel. Chief Rowe, ha? Huh? Die scheint ziemlich hart zu sein. Wenn wir den Funkverkehr der Wachen anzapfen, bringt uns das vielleicht nützliche Informationen. Gut, ansonsten gibt's hier nichts außer einer wunderschönen Aussicht mit einer großen Stadt im Hintergrund, muss ich sagen. Gut, sieht doch ganz hübsch aus hier, muss ich sagen. Also, kann man schon leben. Mr. Hawks Tresorraum soll ja ganz exquisit sein. Wer sagt das? Er lässt doch keinen auch nur in die Nähe. Wahrscheinlich hat er das Gerücht selber verbreitet. Was ist das da drüben? Hawks Schlafzimmer, glaube ich. Wow, wie heißt sein Architekt? Das ist alles ziemlich beeindruckend. Zumindest ist es ziemlich groß. Ja, dahin werden wir noch gleich aufbrechen, das werden wir noch sehen. Erstmal müssen wir uns weiter umschauen, hier draußen gibt es also nicht mehr, aber wir haben schon mal die erste Info gekriegt über die Sicherheitsvorkehrungen hier. Und da vorne haben wir schon gesehen, jemand von Eclipse macht hier die Sicherheit. So, schauen wir erstmal hier unten kurz nach. Sehr hübsch. Hier drin ist mehr, als ich erwartet hatte. Und Saren ist schon da. Passwortgeschütztes Stimmenschloss. Kinetische Barriere. DNS-Scanner. Vermutlich aus der EX-700-Reihe. Alles, was ein Tresorraum braucht, um unbezwingbar zu sein. Haben wir jetzt ein Problem? Ich bitte Sie. Haben Sie vergessen, wen Sie vor sich haben? Für das Stimmschloss brauchen wir eine Stimmprobe. Dazu müssen Sie mit Hawk ein Schwätzchen halten. Und das Passwort müssen wir auch beschaffen. DNS? Kinderspiel. In Hawks Privaträumen finden wir bestimmt jede Menge DNS-Proben. Und die Barriere? Strom abschalten. Klappt immer. Müssen wir nur finden. KG würde mit so einem System im Schlaf fertig. Und ich bin noch besser. An die Arbeit. Gut. Kazumi hat auf jeden Fall einen Plan. Den Rest hier können wir erstmal noch nicht weitermachen. Ausrüsten brauchen wir uns noch nicht bei Saren. Das heißt, wir lassen erstmal alles, wie es ist. Und wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Gut. Kazumi ist wieder weg. Was halten Sie von diesem Archangel? Ich habe gehört, dass er tot ist oder verschwunden oder so. Ein Glück kann ich nur sagen. Ja, natürlich. Er ist verschwunden, weil es Archangel nicht mehr geben wird in Zukunft. Auch interessant.
Wobei ich sagen musste, Feuer sieht ziemlich billig aus. Also dieser Bildschirm mit dem Feuer, der sieht ziemlich billig aus. Dafür, dass es bei einem so reichen Menschen hier ist. So, dann können wir jetzt auch mal mit Donovan Hock reden, denke ich mal. Denn wir brauchen halt die Stimmprobe. Da ist er. Sie müssen nur dafür sorgen, dass er lange genug redet, damit ich eine Stimmprobe nehmen kann. Lassen Sie Ihren ganzen Charme spielen, Chip. Wenn Sie soweit sind, geht's los. Nach Ihnen. Mr. Gunn, ich hoffe, es gefällt Ihnen bei mir. Hoffentlich hat die kleine Szene an der Tür Ihnen nicht den Abend verdorben. Ich kann die Sicherheitsmaßnahmen ja verstehen, aber wer würde es wagen, in Donovan Hawks Haus einzubrechen? Gunn, unsere Branche lockt bestimmte Elemente aus ihren Löchern. Nur wenige wissen, was wir alles tun müssen, um die Barbaren auf Distanz zu halten. Die Leute von heute wollen Bequemlichkeit, Unterhaltung, Liebe. Sie begreifen nicht, dass die Galaxie ein empfindliches Konstrukt ist. Sie müssen sich nämlich nur um ihren unmittelbaren Luxus kümmern. Und warum? Weil Leute wie ich und Sie all die schrecklichen Dinge erledigen, damit die Galaxie sich weiterdreht. Diese Party ist für uns. Die Putzkolonne. Die Garanten für die trügerische Illusion, in der Galaxie herrsche Frieden. Möge es immer einen Markt für unsere Güter und Dienstleistungen geben. Einmal Applaus für dummes und hohles Gequatsche. Jetzt haben Sie ihn aber wirklich zum Reden gebracht. Wir haben genug für eine Stimmprobe. Lassen Sie ihn gehen. Genießen Sie die Party, Mr. Gunn. Sobald wir das Passwort haben, kommen wir damit an dem Stimmscanner vorbei. Na klar, das war jetzt nicht das Problem. Das Passwort für den Tresorraum zu finden, vielleicht schon eher. Gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Da drüben sollten wir momentan wahrscheinlich noch nicht durchkommen. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Also schön, nichts für ungut. Genießen Sie die Party. So. Privaträume, da müssen wir rein. Dort ist die Chance am größten, DNS von Hawk zu finden. Die Frage ist, wo kriegen wir die Sicherheitsfreigabe her? Hawk wird sie uns sicher nicht geben, denke ich mal. So, nach oben können wir immer noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt nach oben kommt. Kommen wir jetzt hier rein. Lassen Sie mich die Tür zum Sicherheitskontrollraum für Sie öffnen. Aha. Erledigt. Dankeschön. Die ist wirklich schnell, muss ich sagen. Bin bereit, wenn Sie es sind. Und da ist sie wieder. Gut, jetzt muss ich aber selber umgehen. Okay, das ist in Ordnung. Das können wir durchaus machen. Nee, halt. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Und das. Die beiden gehören zusammen. Hier unten haben wir den. Okay. Ja, schafft man noch vor Ablauf der Zeit. Kein Problem. Macht sie fertig. Das kann ich gerade nicht. Heilige Geschichte. Kannst du mal deinen Schattenschlag machen? Nee, es geht nicht. So, oh, das hat gewirkt. Interessant. Stimmt, wir machen ja jetzt diesen Bereichsschaden. Habe ich schon wieder verdrängt. Cool, ein Kroganer-Manga. Nance, ich habe dasselbe Problem. Hier gibt es so viele Passwörter, da kennt sich keiner mehr aus. Das Passwort für heute Abend lautet Perugia. Und das ist nicht mal leicht zu merken. Findest du? Finde ich schon. Ist aber kein Problem. Durch den Stimmenscanner hat sowieso nur Hawk mit dem Passwort. Kann sowieso nur Hawk mit dem Passwort was anfangen. Trinken wir nach der Party ein paar Bier zusammen? Sag Bescheid, Samuels. Haben Sie was? Das Passwort lautet Perugia. So hieß der Mann, der die Mona Lisa gestohlen hat. Hübsch. Ich habe Ihre Funkanlage angezapft. Ich glaube, wir kommen an der Wache vor den Privaträumen vorbei. Sagen Sie ihm, dass Chief Rosie schickt. Und jetzt nehme ich Hawks Stimmprobe und... Geschafft. Jetzt können wir den Stimmscanner austricksen. Spitze. So, da kann ich nochmal kurz... Achso, ich kann jetzt gar nicht mehr auf meine Waffen schauen, weil der Kampfmoment schon wieder vorbei ist. Ich wollte nur mal kurz die MP ausrüsten, aber geht offenbar nicht. Egal. Wir haben das Passwort, wir haben die Stimme. Dann brauchen wir jetzt bloß noch die DNS-Probe und jetzt dürften wir ja ohne Probleme hier drüben reinkommen. Das sollte ja jetzt gehen. Und dann haben wir eigentlich schon alles zusammen, um den Safe zu knacken. Mr. Hawks Privaträume sind für Gäste ohne Sicherheitsfreigabe nicht zugänglich. Ich habe eine Freigabe und darf hinein. Mit wessen Genehmigung? Ich habe die Genehmigung von Chief Rowe. Okay, eine Sekunde. Chief Rowe, Samuels,
Haben Sie eine Zutrittsgenehmigung für Mr. Hawks Privaträume erteilt? Sie dürfen rein, Samuels, und belästigen Sie mich nicht mehr. Verstanden. Entschuldigen Sie die Störung, Ma'am. Okay, Sie können reingehen. Genießen Sie die Party. Gewitztes kleines Luder. So, können wir uns mal ein bisschen in seinen Privaträumen umschauen und ein bisschen Schindluder treiben. Kasumi, bist du da? Irgendwo? Bestimmt gleich. Suchen Sie nach allem, wo sich verwertbare DNS befinden könnte. Aber bitte schnell und leise. Ach nee, dass sie sich immer so anschleichen muss hier. Sauber. Das ist eine Pflanze. Man kann es ja mal probieren. Was gefunden? Nein, nur ein Credit. Plus ein Credits, ist das nicht schön? Keine DNS, aber... Hawk hat anscheinend versucht, Keijis Greybox zu knacken. Offenbar übersieht er irgendwas. Bisher hat er die Verschlüsselung noch nicht geknackt. Gut. Keine besonders tolle Speichelprobe, aber dennoch verwertbar. Aber für den Scanner brauchen wir mehr als das. Leer. Schade. Ein Zigarettenstummel wäre zu schön gewesen. Gut, wir haben ja noch ein paar Möglichkeiten, uns weiter umzuschauen, aber wir sehen, Hawk ist offenbar ein reinlicher Mensch. Aber gut, er hat auch ein sehr aufgeräumtes Zimmer, ne? Keine Haare, keine Hautschuppen. Die Putzfrau muss wohl ziemlich gründlich sein. Gut, der Wecker wird bestimmt nichts haben. Guten Morgen, Zeit zum Aufstehen. Sorry. Gut, das mit dem Still und Leise hat ja schon mal nicht geklappt. Aber schauen wir mal hier weiter. Okuda-Entschlüsselung, Projektupdate. Es gibt nicht viel zu berichten. Wir haben es mit Wörterbüchern in 4800 galaktischen Sprachen versucht. Die Recherchen über Okudas Familie haben auch nichts gebracht. Es ist unwahrscheinlich, dass wir mit dem Zufallsprinzip etwas erreichen. Wenigstens nicht zu unseren Lebzeiten. So wie die Greybox-Technologie funktioniert, könnte es sogar sein, dass der Entschlüsselungscode überhaupt kein Passwort ist. Es könnte eine Erinnerung sein, ein Gefühl, sogar ein Geruch. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Ich schlage vor, wir beschäftigen uns mit Alternativmethoden zum Knacken der Sicherung dieser Box. Wahrscheinlich finden wir Hawks DNS auf seinem Datenpad. Er scheint davon geradezu besessen zu sein. Aber ich bin nicht sicher, ob das ausreicht. Suchen wir weiter. Holographisches Terminal. Hier ist nichts zu finden. Tja, stelle ich mir irgendwie blöd vor. Es gibt ja heutzutage auch schon diese holographischen Tastaturen, die einfach nur auf den Tisch gescannt werden oder draufgesetzt werden mit Laser. Das stelle ich mir irgendwie blöd vor, so zu schreiben, ehrlich gesagt. Die Putzkräfte wagen es nicht, solche Schätze zu berühren. In dem Staub finden wir bestimmt Tauzellen. Das müsste ausreichen. Nichts wie raus hier. Sehr gut. Aber ich will noch ganz kurz im Safe vorbeischauen. Wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir es doch richtig, ne? So, einmal das und okay, die gehören zusammen. Die gehören zusammen, die wahrscheinlich auch und die sind auch mal beieinander. Alles klar. Nochmal schnell fast 8000 Credits eingesagt. Ist das nicht schön? So, jetzt haben wir alles zusammen und können uns endlich dem Tresor widmen. Läuft doch gut. Läuft wie geschmiert. Und wir kehren schnell dorthin zurück, wo wir auch wirklich sein dürfen. Nicht, dass am Ende noch Chief Rowe hier vorbeikommt. Gut, sind wir raus. Wunderbar. Und wir können wieder nach unten gehen. Stromkabel der kinetischen Barriere, das machen wir dann vielleicht auch gleich noch. Sieht aus, als würde das Stromkabel der Barriere hier unter dem Boden verlaufen. Ich stelle ihr Universalwerkzeug so ein, dass es auf elektromagnetische Felder scannt. Okay, jetzt können wir das sehen. Sehr gut. Stimmt, das muss man ja auch noch machen, um die kinetischen Barrieren abzuschalten. Das geht einmal quer durch die ganze Hütte durch. Schön. So, aber hier... Achso, einmal durch. Ah, okay. Einmal am Rand lang. Halt. Hier drüben. Muss ich hier lang? Ich glaube schon, ne? Nee, doch nicht. Wir müssen, glaube ich, in die linke Ecke hier drüben dann. Ah, okay. Auf der anderen Seite hier. Ah, ja. An das Status. Sekunde. Ah, wunderbar. Und damit wie praktisch, müsste die Barriere erledigt sein. Wie praktisch, dass hier keiner stand. Okay, hätten wir es auch erledigt, dann müssen wir jetzt eigentlich runtergehen nur noch und uns um die ganze Sache kümmern. Hier ist der Ausgang, Eingang. Was auch immer. Jetzt haben wir wirklich alles zusammen. Der Safe ist unser. Es hat geklappt. Die Barriere ist unten. Mhm. Passwort erforderlich.
Natürlich. Perugia. Stimm-ID akzeptiert. Willkommen, Mr. Hock. Reibungslos. DNS-Identifizierung bestätigt. Willkommen, Mr. Hock. Und damit ist der Fahrstuhl offen. Können wir schon die Statue bedienen? Nein. Ich kümmere mich um die Überwachungskameras. Gehen Sie vor und ziehen Sie sich an. Sauber. Das Mädchen weiß, was sie tut. Und jetzt geht's los.